Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Zusammen zu einer neuen Stadionfolge der Erfolgsfans. Es ist Folge 101 und hier ist mit mir der Basti, servus. Und ich bin's, der Felix. Der Ruben ist heute leider verhindert, seine ganze Family ist krank und er konnte nicht mit uns ins Stadion gehen zum Spiel gegen Arsenal. Ja, schade. Gute Besserung an dieser Stelle. Wird das Spiel hoffentlich trotzdem irgendwie verfolgen können. Ja, denke ich auch. Und dann würde ich sagen, wir trinken jetzt erstmal auf die Genesung der Familie vom Ruben einen edlen Tropfen, und zwar das Fortuna Hell aus Augsburg. Ja, genau. Auf die Gesundheit. Prost. Prost. Naja. Ist auch schon etwas warm geworden, leider. Wir sind mit der U-Bahn angereist und es war etwas eng, würde ich mal behaupten. Ja, übrigens fällt mir da ein, wir müssen auch mal die letzten Biere wieder bewerten, oder? Das ist ein bisschen untergegangen, habe ich so das Gefühl. Ja, in den letzten Folgen haben wir es irgendwie verschlafen. Müssen wir mal wieder dran denken. Ja, genau, dass die Rangliste vervollständigt wird. Gut, was haben wir heute mit euch vor, Felix? Ja, wir machen einen kleinen Rückblick auf die beiden Spiele gegen im DFB-Pokal gegen Wolfsburg und das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und dann schauen wir natürlich voraus auf das heutige Champions League-Gruppenspiel gegen Arsenal. Und dann gibt es nachher noch ein paar News und eventuell ein paar Transfergerichte und eine Vorschau. Genau, Spiel gegen Wolfsburg im DFB-Pokal. Weil als die Auslösung kam, da war es für mich schon so, gleich so früh so ein Kracher, Wolfsburg. Die Auslosung war auch noch bevor dieses Debakel stattgefunden haben, als wir sie hier so aus dem Stadion geschossen haben. Da habe ich mir schon gedacht, ja, das wird jetzt auf jeden Fall mal der erste Gradmesser für einen Pep dann, auch hinsichtlich der letzten Spiele gegen Wolfsburg. Und dann war dieses 5-1 und man war schon so, oh ja, dann wird es wohl doch nicht ganz so krass, aber wiederholen wird man so ein Spiel auch nicht. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man nochmal so souverän siegt, aber im Endeffekt. Ja, zumal es dann auch noch auswärts in Wolfsburg war. Aber ich sag mal noch kurz die Aufstellung. Wir sind ins Spiel gegangen mit Neuer im Tor, Lahm, Javi Martinez, Boateng und Alaba in der Abwehr. Davor Xabi Alonso, Thiago und dann, wie eigentlich schon in den letzten Spielen, unser Vierersturm fast. Müller, Douglas Costa, Coman und Lewandowski. Und ja, es ging eigentlich schon los wie die Feuerwehr. Philipp Lahm hat es, glaube ich, gesagt, es war die erste Halbzeit war definitiv Fußball vom anderen Stern. Überragendes Positionsspiel, um die richtigen Spieler freizuspielen. Also es war einfach die beste Hälfte vielleicht der Saison, oder? Wie hast du es gesehen? Ja, auf jeden Fall eine der stärksten oder wenn nicht die stärkste. Und da du meine schöne Überleitung ja nicht aufgegriffen hast, sondern erstmal die Aufstellung natürlich korrekterweise gebracht hast, die Erwartungen, dass es irgendwie schwer wird, wurden nicht erfüllt. Also wir haben einfach komplett dominiert die erste Halbzeit. Wolfsburg ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Und eigentlich nach der ersten Halbzeit hatte man schon so das Gefühl, ja, okay, die Sache ist gegessen, das Spiel haben wir in der Tasche. Aber wenn man mal ein bisschen chronologisch vorgeht, was waren denn die ersten Sachen, die so passiert sind? Ah ja, Douglas Costa, 15. Minute, diesen Wahnsinnsschuss, eigentlich ein Tor, was man so von ihm bisher bei uns noch nicht gesehen hat. Bisher war es ja eher so, ja, er kommt auf den Flügel, bringt die schnellen Flanken und ist Vorlagengeber für Müller. Diesmal hat er es selber gemacht, so halb links vom Strafraum aus, einfach abgezogen, wunderschönes Tor. Ja, er hat jetzt in den letzten beiden Spielen dann eher in der Mitte gespielt, so als hinter der Spitze sozusagen, hinter Lewandowski. Das hat eigentlich auch gut funktioniert. In dem Fall war es einfach so eine schnelle Körpertäuschung, schneller Antritt, 2-3 Schritte und dann abgezogen, war es auch stark gemacht. Ja, von Wolfsburg, wie schon gesagt, kam eigentlich wenig, so wirklich Chancen haben sie sich ja nicht rausgespielt. Folgerichtig dann das 2-0, 20. Minute hat es wieder mal gemüllert nach Vorlage von Alaba.
Ja, genau. Und dann eigentlich schon gleich in der 34. Minute ähnliche Situation, Wiedervorlage Alaba und Müller macht es 3-0. Ja, in der ersten Halbzeit, Wolfsburg hat einfach keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Und bei uns, muss man schon sagen, hat eigentlich fast alles funktioniert. Mega gut gepresst, die Bälle sofort zurückgewonnen. Super Stellungsspiel, die Pässe sind perfekt angekommen. Also es war wirklich sehr schön anzuschauen. Genau. Dann zweite Halbzeit hatte man schon so das Gefühl, ja, man schaltet mal einen Gang zurück. Nicht, dass jetzt Wolfsburg irgendwie dadurch wahnsinnig groß gekommen ist, aber die ein oder andere Möglichkeit hat sich dann doch für sie ergeben. Wir haben noch ein paar Chancen vergeben. Lewandowski hätte noch unter anderem ein Tor machen können. Noch schöne Vorgabe von Robben. Ja, und dann Mai kam halt in der 90. Minute noch so ein bisschen Ehrentreffer. Ja, das Spiel ist so dahingeplätschert in der zweiten Halbzeit und dann ganz am Ende hat Wolfsburg noch den Ehrentreffer geschafft. Das Spiel ist 3-1 ausgegangen und was ich noch betonen möchte ist, jetzt wo der Ruben nicht dabei ist, Ruben, ich bin dran. Ich habe richtig getippt. 3-1 für Bayern. Ich bin dir auf den Fersen. Ja, und ich kann da nicht mitreden, bin abgeschlagen, letzter in der Tabelle. Aber die Saison ist ja noch lang, da kann noch viel passieren. Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich über zum nächsten Spiel. Freitagabend in Frankfurt. Wir sind mit folgender Aufstellung ins Spiel gegangen. Neuer im Tor, Lahm, Javi Martinez, Boateng, Rafinha in der Abwehr, Xabi Alonso, Vidal im Mittelfeld und dann Douglas Costa, Robben, Lewandowski und Coman. Eigentlich ähnliche Aufstellung. Alaba wurde mal geschont, dafür hat Rafinha auf der linken Seite angefangen. Ja, und Vidal hat gespielt und Robben, das fand ich auch ganz witzig, wenn man dann so noch die Zusammenfassung im Nachhinein gelesen hat. Ah ja, stand so nach dem Motto, Guardiola bringt ja nicht die Stammelf, sondern rotiert. Und wer kommt? Ja, Vidal und Robben, unsere Nicht-Stammspieler sozusagen und nicht unsere erste Elf. Naja, Frankfurt eigentlich im Vorfeld waren ja auch unsere Tipps so, ne? War man sich relativ klar, das wird eine eindeutige Sache. Eigentlich fast nur eine Frage, wie hoch wird es wohl ausgehen. Ja, genau. Du hast 2-0 getippt, ich 3-0 und Ruben 4-0. Genau, und ich habe ja nur 2-0 getippt, weil ich ja nicht wieder Felix tippen durfte, in Anführungsstrichen. Also von daher ist man so in das Spiel gegangen. Frankfurt ist ja auch irgendwie ja, noch nicht gut in die Saison gekommen. Und wenn man gesehen hat, wie andere Spiele bisher bei uns ausgegangen sind, ist man schon davon ausgegangen, dass wir da wohl gewinnen werden, aber Frankfurt hat uns ein Unentschieden abgetrutzt. Ja, das erste Unentschieden diese Saison. Wir haben nicht den Rekord von Tottenham Hotspurs übertroffen, mit 12 Spielen in Folge gewonnen. Ja, es war ein schweres Spiel. Irgendwie Frankfurt hat sehr gut verteidigt. Hat die Räume eng gemacht. Wir hatten eigentlich recht wenig Chancen. Ja, es hat so ein bisschen an die alten, ja, ich will es nicht immer wiederholen, aber schon so ein bisschen an Van Gaal-Zeiten erinnert. Man, also Frankfurt hat stand ja auch, keine Ahnung, 10 Meter, 20 Meter vorm Strafraum mit 10 Mann und hat verteidigt. Und wir haben außen rum gespielt, wie beim Handball, haben aber irgendwie nicht so den Pass in die Tiefe gefunden und uns ist irgendwie nichts eingefallen. Ja, so wie du gesagt hast, zwei Abwehrreihen einfach den bekannten Beton angerührt und ich finde, man hatte auch so ein bisschen Eindruck bei uns, das ist immer das, was schon fast gebetsmühlenartig ja auch von den Verantwortlichen beim FC Bayern oder von Trainern von immer gesagt wird, dass es schon schwer ist, sich immer so zu motivieren, oder was heißt zu motivieren, aber immer diese Leistung zu bringen, also diese Siege, die einem von außen vielleicht so als selbstverständlich erscheinen, dass die ja halt doch nicht so selbstverständlich sind und das hat man, finde ich, in diesem Spiel ein bisschen gemerkt, man ist irgendwie schwer reingekommen und ja, wie du es dann gestellt hast. Meinst du auch, vielleicht die Spieler haben es nicht so ernst genommen, weil wir sind ja zum ersten Mal in der Geschichte erst am Spieltag angereist, Freitag erst nach Frankfurt geflogen. Vielleicht hat das auch dazu geführt. Ja, unprofessionell, wie man den FC Bayern kennt. Nee, das glaube ich gar nicht. Aber wie gesagt, das ist halt, ja, man muss doch von Spiel zu Spiel wieder diese Leistung abrufen können. Und dass es schwer ist, wenn einfach eigentlich 11 Mann hinten stehen, erst 10 Meter vorm Strafraum überhaupt auf den Ball gehen und die Räume so eng sind, das weiß man ja.
Ja. Ja, und dann hat ja Guardiola schon früh gewechselt, hat schon in der 51. Minute Müller für Rafinha gebracht, dann 65. Thiago für Coman und dann auch noch Alaba für Lahm. Aber es hat irgendwie alles nichts geholfen und Frankfurt hatte sogar in der zweiten Halbzeit noch ein paar ganz ordentliche Chancen, will ich mal sagen. Ja, genau, eigentlich ganz im Gegenteil. Also es war eher so, erste Halbzeit kam von Frankfurt eigentlich offensiv gar nichts und in der zweiten Halbzeit haben sich doch dann die ein oder andere, ja, Möglichkeit ist jetzt auch übertrieben, es war jetzt nicht so, dass sie wirklich Riesenchancen gehabt haben, aber es kam wenigstens mal so der Versuch nach vorne. Ja, und was wir natürlich auch noch besprechen müssen ist, Philipp Lahm hat einen Foul begangen und hat eine gelbe Karte kassiert. Die erste Karte oder das erste Foul seit über einem Jahr, seit dem 23. September 2014 gegen Paderborn. Dazwischen lagen 24 Partien ohne Foul. So wenige waren das nur, weil er von Mitte November 2014 bis Mitte März 2015 wegen seines Fußbruchs gefehlt hat. Ja, das ist sehr immer wieder Wahnsinn, seine Statistiken zu sehen, weil man muss sich ja auch noch ins Gedächtnis rufen, er ist ja eigentlich ein Abwehrspieler, gut, und der Pep Guardiola ist er ja mittlerweile schon zum Mittelfeldspieler avanciert, aber trotzdem, ja, seine Spielweise ist immer wieder beeindruckend, einfach diese berühmten Grätschen, die immer den Ball treffen und nie den Spieler, und ja, Respekt, und ist immer toll, ich bin absoluter Fan von so fairen Spielern. Ja, auf jeden Fall, und ja, es war einfach Freitagabend in Frankfurt. Vielleicht war man nicht so ganz motiviert jetzt in den ganzen englischen Wochen. Frankfurt hat aber auch gut verteidigt, deswegen war das Unentschieden okay. Und ja, jetzt schauen wir weiter auf die nächsten Spiele, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, Frankfurt hat sich's verdient. Genau. Ja, dann in einer halben Stunde geht's los, das Rückspiel gegen Arsenal in der Gruppenphase der Champions League. Vor zwei Wochen haben wir 2-0 bei den Gunners verloren. Was glaubst du, wie es heute ausgehen wird oder wie das Spiel laufen wird? Ja, das wurde ja schon kontrovers bei den Erfolgsfans diskutiert, unter den Erfolgsfans selber. Also ich finde, dieses 2-0, wenn man das nur so liest, dann könnte man ja meinen, irgendwie, es werde heute vielleicht ein nicht einfaches Spiel, weil ja, der FC Bayern hat 2-0 verloren. Ich sage aber immer noch, das war einfach ein sehr glücklicher Sieg für Arsenal, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Und heute wird es einfach so sein, dass Müller schon bis zur 20. Minute ein Tor geschossen hat und dann ist die Partie einfach gegessen, weil dann dieses Konterspiel, so wie es halt Arsenal auch heute wahrscheinlich wieder aufziehen wird, dann hoffentlich nicht so fruchtet. Ja, du könntest recht haben, aber wir waren uns beim Hinspiel ja nicht ganz einig, wo ich gesagt habe, dass der Sieg eigentlich verdient war, weil Arsenal halt die Chancen genutzt hat. Ansonsten war es relativ ausgeglichen, auch wenn wir mehr Ballbesitz hatten. Jetzt im Rückspiel muss man noch sagen, dass bei Arsenal zwei wichtige Spieler zusätzlich ausfallen zum Hinspiel. Das sind Oxlade-Chamberlain und Theo Walcott. Aber natürlich sind sie im Moment sehr gut drauf, haben am Wochenende 3-0 gegen Swansea gewonnen. Das war der 5. Sieg in Folge jetzt in der Premier League. Und ja, Arsenal hat zwar das letzte Spiel gewonnen, es war aber der erste Sieg in dieser Champions League-Saison und sie sind immer noch auf Platz 3 mit 3 Punkten. Also sie brauchen einfach jeden Punkt. Deswegen wird es heute wieder spannend, aber ich glaube auch, dass sie ähnlich spielen wie im Hinspiel, abwartend und versuchen mit schnellen Kontern. Eventuell, heute wird vermutlich Giroud von Anfang an spielen, auch mit langen Bällen auf ihn agieren werden. Ja, weil sie brauchen jeden Punkt und sie müssen einfach ein Tor schießen heute. Ja, wie werden wir denn voraussichtlich auftreten hier, die immer zuverlässigen Vorhersagen? Pep überrascht ja selten. Ja, wir haben jetzt schon die offizielle Aufstellung. Neuer im Tor, in der Abwehr Alaba, Boateng, Javi Martinez und Philipp Lahm. Dann im Mittelfeld Xabi Alonso und Thiago. Douglas Costa wird wahrscheinlich wieder in der Zentrale agieren, hinter Coman, Lewandowski und Müller. Robben sitzt nur auf der Bank. Und Bart Stuber sitzt wieder auf der Bank. Ja, man hat es schon in den letzten Spielen. Martinez ist jetzt eigentlich, wenn man sieht, die letzten drei Spiele dann als Stammspieler in die Innenverteidigung gerückt, ne? Ja, auf jeden Fall.
Benatia war jetzt auch ewig wieder verletzt, ist jetzt wieder zurück im Kader, auch schon im letzten Spiel gewesen. Aber ich denke schon, dass Javi Martinez jetzt den Stammplatz erstmal inne hat. Dann wird spannend zu sehen, ob das, wie das dann klappt mit Douglas da, also wieder in der Zentrale. Mal schauen, wie effektiv das ist. Sonst auch mit Müller, Lewandowski und Coman doch offensiv. Ja, werden wir sehen. Also ich glaube, es kommt einfach darauf an, dass wir unsere Chancen nutzen. Gut, das ist jetzt keine große Weisheit, aber man hat es im letzten Spiel gesehen. Ich fand eben, wir waren auch da besser. Und auch für uns, jetzt waren wir so dominant mit den ersten beiden Spielen gewonnen und es hat sich ja schon so die Stimmung eingeschunkelt. Ja, mal alles easy. Wir haben es ja schon auch angesprochen gehabt mit Nico. Und ich muss auch zugeben, auch wenn man jetzt hier angereist ist, war keine große Nervosität oder sowas zu spüren. Aber man muss sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel heute wieder nicht gewinnen würden, dann wären hier drei Mannschaften punktgleich. Also dann ist in der Gruppe wieder alles viel spannender, als es nach den ersten beiden Spielen eigentlich aussah. Ja, genau. Wir sind Erster mit 6 Punkten, Olympiakos Piräus ist Zweiter mit 6 Punkten und dann kommen Arsenal und Dinamo Zagreb mit jeweils 3 Punkten. Also verlieren sollten wir heute auf jeden Fall nicht. Mit einem Sieg könnten wir eigentlich schon das Achtelfinalticket so gut wie buchen. Was denkst du denn, wie das Spiel ausgeht, Basti? Also wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich und deswegen denke ich, dass wir heute einen 4-0-Sieg rausholen werden. Oh, ich weiß ja auch schon, Ruben hat uns seinen Tipp geschickt, er tippt 4-1. Ich habe es mir beim Herfahren schon überlegt, was ich tippen werde. Ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher, aber ich glaube auch, dass wir gewinnen und ich tippe auf einen knappen 2-1-Sieg. Ja, also dann doch ein spannendes Spiel, das du erwartest. Ja, schon, ich freue mich drauf. Und wir hören uns dann in der Halbzeit wieder, würde ich sagen. Genau, machen uns jetzt auf den Weg ins Stadion und bis später. Halbzeit im Spiel Bayern gegen Arsenal. Es steht 3-0 und es ging los wie die Feuerwehr. Ja, am Anfang muss ich sagen, war ich sogar ein bisschen überrascht, was Arsenal geboten hat, weil sie den Eindruck erweckt haben, sie wollen mitspielen. Das Ganze hat aber nicht lang gehalten. Und schon in der 10. Spielminute war es, oder? Ja. Tor Nummer 1 durch Robert Lewandowski nach Flanke von Thiago. Irgendwie so im Rückwärtsfallen macht er den rein. Ganz komisch. Ja, war nicht Müller in der 20., Lewandowski in der 10., aber doch ein bisschen so, wie ich es vorher gesagt habe. Ja, stimmt. Anfangs hat Arsenal ganz gut mitgespielt. Hatten auch gleich eigentlich schon nach ein paar Sekunden den ersten Torschuss, also ging zwar daneben, aber sagen wir mal eine Torannäherung. Und dann ja, 10. Minute, Flanke aus dem Fußgelenk von Thiago und Lewandowski im Rückwärtsfallen macht ihn rein. Ja. Super gemacht. Wir dachten kurz Abseits, aber es war wohl kein Abseits. Und ja, dann fast direkt im Gegenzug macht Özil den Ausgleich. Aber dann wohl doch nicht. Ich habe es mir kurz gedacht, es könnte Handspiel gewesen sein. Ich habe es so schnell nicht gesehen. Aber wir haben jetzt schon gehört, dass es wohl doch eher Handspiel war. Ja, Handspiel, was man aber doch hätte durchgehen lassen können, so wurde uns berichtet. Aber ich habe ja langsam schon den Eindruck, dass hier Arsene Wenger irgendwie da bisschen da trainieren lässt bei Arsenal. Jetzt hier im Hinspiel da, Handtor, schon wieder Handtor, aber wenigstens wurde es jetzt abgepfiffen. Ja, wir fragen uns nur, weil der Schiedsrichter und der Linienrichter haben sofort auf den Mittelpunkt gezeigt, Tor. Und die Bayern-Spieler sind alle zum 48. Offiziellen zu diesem Torschiedsrichter gelaufen und haben ihn angeschrien, ob jetzt der Torschiedsrichter tatsächlich was gesehen hat oder ob er nur Angst bekommen hat. Ja, aber man muss sagen, die Arsenal-Spieler haben auch reichlich wenig protestiert dann gegen die Entscheidung. Also irgendwas wird schon dran gewesen sein. Ja, und dann, je weiter das Spiel gelaufen ist, umso mehr haben wir es eigentlich unter Kontrolle bekommen.
29. Minute, dann Thomas Müller mit dem 2:0. Ja, so aus der Drehung raus, so ja, Müller-Lesk oder wie man auch sagen möchte. Ja, schönes Tor. Ja, in der, vom Abwehrspieler von Arsenal noch abgefälscht. Deswegen hat ihn Tschech erst ganz spät gesehen und deswegen war auch nicht zu halten. Genau. Wobei man auch sagen muss, ja, wie du gesagt hast, Bayern immer besser ins Spiel gekommen. Am Ende hat man von Arsenal eigentlich gar nichts mehr gesehen. Tschech hat auch noch ein, zweimal richtig gute Paraden ausgepackt. Und dann kam David Alaba, setzt sich erst wahnsinnig stark durch im Zweikampf und haut dann so, läuft im Halbkreis und haut diesen wahnsinnigen Schuss raus. Du hast es schon ein bisschen gesagt, es hat so an dieses Costa-Tor erinnert, über das wir jetzt auch schon vor dem Spiel gesprochen haben. Ja, genau, saustarker Schuss einfach, saugeil gemacht von Alaba. Und jetzt steht es 3:0 zur Halbzeit und mein Tipp ist schon den Bach runtergelaufen. Ja, wenn es so weitergeht, wird Arsenal auch keinen Treffer erzielen. Also, wie gesagt, am Anfang sah das alles ein bisschen anders aus, aber jetzt muss man schon sagen, ist schon schwach. Vor allem, es kommen ja auch nicht mal diese Konter, die man im Hinspiel gesehen hat und die ich auch irgendwie mehr erwartet hätte heute. Ja, Alexis Sanchez probiert es manchmal alleine, aber oft wird er gestoppt. Er kriegt fast nie einen Foul. Der Schiedsrichter lässt... Ja, kann man vielleicht sagen, recht viel durchgehen. Ja, nach dem 3:0 schon beim Anstoß irgendwie hat man Arsenal angesehen, dass sie eigentlich jetzt keinen Bock mehr haben. Ja, Özil fängt auch schon das Lamentieren an. Naja, mal schauen, was die zweite Halbzeit bringt, ob sie Arsene Wenger nochmal auf Kurs bringen kann. Wenn es so weitergeht, dann wird wahrscheinlich keiner der unseren Tipps am Ende stimmen. Naja, was kann man sonst noch so sagen? Einige Statistiken, die nochmal das belegen, was wir schon gesagt haben. 15:1 Torschüsse, 4:0 Ecken, 2:6 Fouls, Arsenal 2 gelbe Karten, wir haben 0. Ballbesitz 67% für uns, empfunden waren es bei mir wieder so 80, aber das ist dann wohl den ersten 10-15 Minuten geschuldet. Ja, genau. Und Spieler bis jetzt des Spiels ist für mich Thiago. Er spielt einfach saustark, viele Körpertäuschungen, dribbelt, gute Pässe, ist überall zu finden. Die letzten Wochen haben wir ihn immer ein bisschen kritisiert mit Vidal zusammen, aber jetzt die letzten zwei Spiele hat er mir schon viel besser gefallen und heute spielt er wirklich saustark. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, spielt schöne Pässe, hat ja auch das erste Tor vorbereitet. Super Spiel. Sonst hier unser daheim gebliebener Kollege wünscht sich, dass Coman und Costa die Seiten wechseln. Man muss sagen, sie sind vielleicht noch nicht so dominant im Spiel, wie sie es in der Bundesliga teilweise waren. Aber es ist jetzt auch noch nicht so schlecht. Also Costa bringt schon einige Flanken. Coman hat auch schon ein, zwei Szenen. Mal schauen, was glaubst du, wird da noch umgestellt? Was mir schon aufgefallen ist, dass sie haben viele Flanken gebracht, aber es sind so gut wie keine Flanken angekommen. Also das ist schon so eins der wenigen Dinge, die man jetzt bemängeln kann in der ersten Halbzeit. Klar, die können mal die Seiten wechseln, vielleicht läuft es besser. Haben sie ja sonst auch öfters im Spiel oder in der Halbzeit mal durchgewechselt. Ist eine gute Möglichkeit. Ich hoffe einfach, sie spielen jetzt noch ein bisschen so weiter und versuchen jetzt nicht nur noch auf Ballkontrolle zu spielen. Ja, mal schauen. Dann so abseits vom Spiel, im Vorfeld wurde ja schon ein offener Brief von der Schickeria und vom Club Nummer 12 veröffentlicht. Es geht so ein bisschen ums Thema faire Preise, kein Zwanni für einen Steher. Das ist recht interessant. Jeden, der sich dafür interessiert, kann er auf Facebook nachlesen. Ich finde, was soll man sagen, ist eine super Aktion. Ich denke, gerade jetzt beim Hinspiel war das ja auch ein Thema. Auswärtsfahrt, 100 €, glaube ich, haben die Tickets gekostet. Wenn man in London ins Stadion wollte, gab es ja auch diesen Protest. Zusammengefasst fordern sie halt gerade, wenn man sich so
was wie Fairness auf die Fahnen schreibt als Fußballverband, dass man dann auch schauen muss, dass halt für alle es möglich ist, ins Stadion zu gehen und ein Spiel zu sehen und nicht nur irgendwann mal noch für die gut Betuchten. Und es waren so Ideen drin, wie zum Beispiel, wenn Leute aus osteuropäischen Ländern kommen, die auch in der Regel ein geringeres Einkommen haben, dass sie halt hier denselben Preis für die Tickets zahlen, wie den sie in ihrem Stadion daheim zahlen. Und dass man so irgendwie einen Ausgleich schafft. Und dasselbe dann, wenn die Leute hier nach München kommen und 50 Euro zahlen, dass dann auch die Bayern-Fans in London halt 50 Euro für die Karte zahlen. Auf jeden Fall eine unterstützenswerte Sache. Und drück mir die Daumen, dass das Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht auch was bewirkt. Ja, genau, du hast eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Und die Schickeria und der Club Nummer 12 rufen halt dazu auf, jetzt alle europäischen Fans an der Diskussion teilzunehmen und versuchen, das voranzubringen, dass die UEFA da ein Einsehen bekommt. Genau, dann können wir ja vielleicht noch das gleich eine News damit abhandeln, weil eins der Banner, leider stehen wir ganz oben und hinter der Südkurve und können die Banner nicht lesen, aber eine Gratulation für eine Bomber war dazu, war ja diese Woche 70. Geburtstag, hat bestimmt jeder Bayern-Fan mitbekommen, auch von unserer Seite natürlich alles Gute. Eine der Bayern-Legenden schlechthin. Und Felix, was stand da auf dem Banner? Alle rufen laut im Chor, Müller vor, Müller vor, alles Gute zum 70. Geburtstag, so in der Art. Genau, da können wir uns natürlich nur anschließen. Ja, dann würde ich sagen, so für die Halbzeitzusammenfassung war es das, kann so weitergehen. Erwartest du noch irgendeine Umstellung bei uns oder... Ich denke, es geht jetzt erstmal so ein bisschen weiter und dann später kommen vielleicht noch so Leute wie Kimmich rein, kriegen ein paar Minuten, Vidal vielleicht. Robben? Ja, Robben vielleicht auch und vielleicht ja auch Holger Badstuber, obwohl ich glaube, dass er bei dem Spielstand jetzt dann doch eher noch ein bisschen geschont wird. Also Robben gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass er noch kommen wird. Und Vidal, ja, wäre Spielpraxis wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja genau, also dann auf eine gute zweite Halbzeit und bis später. Das Spiel ist aus, wir haben 5:1 gewonnen, sind souveräner Gruppenerster mit 9 Punkten und ja, so gut wie weiter. Eigentlich sind wir schon qualifiziert, weil wir den direkten Vergleich gegen Arsenal gewonnen haben, oder? Ich sage jetzt einfach mal ja. Na gut, gehen wir erstmal zurück zum Spiel. Kurz nach der Halbzeit hat Arsenal eigentlich wie in der ersten Halbzeit wieder gut losgelegt, ist wieder aggressiv draufgegangen. Am Ende der ersten Halbzeit waren sie ein bisschen lustlos und dann wollten sie aber wohl doch noch was reißen. Ja, auf jeden Fall viel mehr gezeigt als in der ersten Halbzeit. Selbst als es dann schon relativ aussichtslos erschien, noch der ein oder andere gute Angriff. Aber gehen wir mal wie in der ersten Halbzeit die Tore durch. Kurz nach der Pause ist dann wie von uns erwartet Arjen Robben gekommen für Kingsley Coman. 54. Minute, eine Minute auf dem Platz. Erste Ballberührung nach einer wunderschönen Kombination. Costa, Alaba, Robben, zack, Tor. Einfach geil gemacht. Ja, genau wie du es gesagt hast. Erster Ballkontakt, Robben, gleich drin das Ding. Und gleich wieder der nächste Nackenschlag für Arsenal. Ja, Robben allgemein hat nochmal für Wirbel gesorgt auf seiner Seite. Auf jeden Fall auffälliger als Coman, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass Coman irgendwie schlecht gespielt hätte oder so. Es ist einfach auch Costa hat ja jetzt in dem Spiel nicht schlecht gespielt, aber auch nicht so dominant, wie man ihn schon gekannt hat. Ja, in der zweiten Halbzeit hat er mir besser gefallen als in der ersten Halbzeit. Er ist dann besser ins Spiel gekommen und hat ja dann am Ende auch noch das Tor vorbereitet. Ja, dann in der 68. ist Boateng raus und Mehdi Benatia ist reingekommen. Und wieder eine Minute nach diesem Wechsel ist dann das nächste Tor gefallen. 4:1 durch Oliver Giroud. Hat er einfach super gemacht. Super Ballannahme aus der Drehung reingemacht. Kann man nichts machen, oder?
wunderschönes Tor von uns, schwer zu sehen. Ja, es sah so aus, als wäre er ein bisschen unbedrängt an den Ball gekommen, aber muss man sich nochmal in der Wiederholung anschauen. Ja, ich glaube, der Verteidiger war schon relativ nah dran, aber ja, er schirmt es halt einfach mit seinem Riesenkörper gut ab und hat es halt auch technisch stark gemacht, was man ihm jetzt nicht so direkt zutraut. Ja, dann ist noch Vidal gekommen für Lewandowski. Na, 71. Minute. Ja, zu dem Zeitpunkt ist dann vielleicht wieder langsam so der Ansturm, ja, ab der 80. Minute von Arsenal, der zwischendrin mal noch geherrscht hat, das heißt Ansturm. Aber dieses Mitspielen auch wieder ein bisschen abgeebbt. Es gab dann noch zwei Wechsel. Und dann hat es in der 89. Minute, nachdem einmal Robben allein auf den Torwart zugeht und Müller einmal allein im Strafraum ist und sich irgendwie durchwurschtelt und beide die Chance vergeben, fällt dann doch noch das 5-1. Das für uns erlösende 5-1, weil damit Rubens Tipp nicht in Erfüllung gegangen ist. Ja, insgesamt das Spiel für mich eigentlich relativ wie erwartet, wobei in der ersten Halbzeit Arsenal doch relativ schwach war. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann auch gut gemacht, hätten auch noch vorne das ein oder andere Ding machen können. Neuer einmal auch mit einer Glanzparade, hat dann nochmal ein Tor auf jeden Fall verhindert. Sonst verdient der Sieg von uns in der ersten Halbzeit, oder wie auch in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, Thiago mit der Man of the Match, so zumindest die Schaltzentrale im Mittelfeld. Ja, genau. Arsenal hat am Anfang die ersten 10 Minuten der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit gut gegengehalten. Aber dann haben wir einfach durch unsere jeweils ersten Chancen gleich die Tore gemacht. Und das hat es für Arsenal halt sehr schwer gemacht. Und ja, erste Halbzeit war überragend. Thiago und ja, war einfach ein schönes Spiel. Und ja, so kann es weitergehen. Genau. So, was mich ein bisschen überrascht, als man hier angekommen ist zum Stadion, und ihr habt es ja auch gesagt, auf dem Weg hat man die Arsenal-Fans doch eigentlich gut gehört und haben Stimmung gemacht. Jetzt unterm Spiel kam nichts. Gut, man muss auch sagen, der Spielverlauf hat wahrscheinlich das Übrige getan, aber nach dem, was ich hier vorm Stadion so gehört habe, dachte ich schon, dass ein bisschen mehr kommt. Ja, es war eigentlich nur ganz am Anfang, kurz vor Anpfiff oder während des Anpfiffs sozusagen, die ersten zwei Minuten vielleicht war Stimmung von den Arsenal-Fans da, danach hat man eigentlich gar nichts mehr gehört, stimmt. Ja, gut, also Aufgabe erfüllt, standesgemäß, dann kommen wir noch zu ein paar News, oder so viel haben wir nicht. DFB-Pokal-Auslosung war, wir haben fürs Achtelfinale Darmstadt bekommen. Ja, nach Wolfsburg jetzt natürlich nicht so ein Kracher. Wenn jetzt Dortmund gekommen wäre oder so, dann wären gleich die zwei Mitfavoriten hintereinander auf uns getroffen. Ja, gegen Darmstadt ist natürlich eine Pflichtaufgabe. Agmade Wiesen, oder? Ja, der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze. Ja, aber daheim gegen Darmstadt, also da müssen wir schon weiterkommen. Auf jeden Fall, denke ich, sollte auch nichts anbrennen. Genau. Was haben wir denn noch? Ja, ansonsten, Ribéry soll vielleicht sogar sein Comeback schon Ende diesen Jahres in dem letzten Spiel vor Weihnachten geben. Drücken wir die Daumen, dass es mit seiner Genesung weiter voranschreitet. Ja, das wäre wär was. Würden wir uns alle freuen, ihn wieder auf dem Platz sehen zu können. Ja, und das war es eigentlich schon so. Wie geht's weiter? 12. Spieltag am 7.11. gegen VfB Stuttgart zu Hause. Was meinst du? Ja, Stuttgart hat sich jetzt ein bisschen gefangen, aber ist auch nicht wirklich gut drauf. Obwohl wir uns gegen Stuttgart immer recht schwer tun. Daheim jetzt würde ich schon sagen, dass wir sie 3-0 wegkauen. Ja, das ist ein guter Tipp. Also ich denke auch, dass Stuttgart jetzt für uns keine Schwierigkeit darstellen sollte. Zu Hause
Was sag ich denn als Tipp? Puh, 4-0. Hört sich gut an. Ruben, sein Tipp wird nachgereicht, auf jeden Fall. Und dann ist mal wieder Länderspielpause. Zeit, dass sich wieder ein paar Spieler bei uns verletzen. Ja, es sind ja Gott sei Dank nur Freundschaftsspiele, in Anführungszeichen, was es noch uninteressanter macht. Aber vielleicht werden da auch nicht alle Spieler von uns über die ganze Zeit eingesetzt. Und hoffen wir auch mal, dass die gegnerischen Spieler nicht so hart reingehen und dass sich keiner verletzt. Einfach alle Grippewelle krank schreiben lassen. Ja, sie sollten vielleicht mal zum gleichen Arzt gehen, wie Schweinsteiger immer gegangen ist. Er war ja seit 100 Jahren bei keinem Freundschaftsspiel dabei. Ja, und dann wäre das nächste Spiel gegen Schalke, aber bis dahin, denke ich, werden wir nochmal eine Aufnahme machen. Also tippt man das mal nicht. Ja, genau, würde ich auch so sehen. Dann haben wir heute einen schönen Abend erlebt und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, servus. Genau, bis dann, servus. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.